untergeordnete Rolle. Der Großraum Paris versinkt im Schnee. Das ist das, was die Franzosen gerade sehr beschäftigt. Grundsätzlich aber herrscht Erleichterung darüber, dass im wichtigsten Nachbarland, nämlich in Deutschland, endlich die Regierung steht. Präsident Macron möchte Europa voranbringen und er weiß, dass er das nur mit einem starken deutschen Partner schaffen kann. Macron hat einen guten Draht zu Angela Merkel und, obwohl er es nie öffentlich sagen würde, eine GroKo entspricht seinen Wunschvorstellungen. Denn mit einer SPD in der deutschen Regierung steigen die Chancen, dass der französische Präsident seine ehrgeizigen Europapläne auch umsetzen kann. Diese Pläne hat er im September in seiner vielbeachteten Sorbonne-Rede bereits dargelegt. Seitdem wartete er auf Antwort aus Deutschland. Die könnte nun kommen und das deutsch-französische Tandem dann wieder Fahrt aufnehmen. In Brüssel überwiegt zunächst die Erleichterung darüber, dass es bald womöglich wieder eine handlungsfähige deutsche Regierung gibt. Das ist deswegen eine gute Nachricht für Brüssel, weil hier das Zeitfenster für große EU-Reformen bald wieder zu sein wird. Bis zum Herbst, so sagt man, hat man Zeit dafür, dann beginnt der Wahlkampf für die Europawahl. Mancher hier in Brüssel jubiliert auch darüber, dass die SPD künftig den Finanzminister in Berlin stellen wird. Das verleitet manchen zu der Hoffnung, dass es mit dem schäublischen Spardiktat in Europa bald vorbei sein könnte. Im Koalitionsvertrag stehen drei wichtige Signale für die EU-Institutionen hier in Brüssel. Das erste ist, dass Deutschland bereit ist, seine Beiträge nach dem Brexit zu erhöhen für den europäischen Haushalt. Zweitens, dass man bereit ist, ein Eurozonenbudget zu schaffen und drittens einen europäischen Währungsfonds für Krisenfälle. So weit, so gut. In vielem aber, so sagt man hier, bleibt der Koalitionsvertrag auch hinter den Erwartungen zurück, vor allem gemessen an den großen Reformvorschlägen von Emmanuel Macron. So ist zum Beispiel keine Rede von einem europäischen Finanzminister und auch darüber, wie hoch das Budget für die Eurozone künftig denn werden soll, wird kein Wort verloren. Also, für die Europapolitik bedeutet die Große Koalition mit Sicherheit Bewegung. Die große Antwort auf die Reformvorschläge von Macron liefert die GroKo bis jetzt aber noch nicht. Man kann nicht sagen, dass in den letzten Wochen wirklich viel über die Koalitionsgespräche berichtet worden ist in den britischen Medien. Und das hat sich heute Morgen auch nicht wirklich geändert, als die Nachricht reinkam über die Einigung des Koalitionsvertrages. Das wurde zwar schon in den Medien berichtet, aber etwa der Nachrichtensender der BBC hatte es noch nicht mal in den Top-Stories heute Morgen. Und ich glaube, das zeigt noch mal ganz gut, wie sehr die Insel im Moment wirklich mit sich selbst beschäftigt ist und vor allen Dingen natürlich mit dem Brexit. Diesbezüglich findet man aber die Nachricht von heute Morgen eine gute Nachricht. Man hofft einfach, dass jetzt bald stabile und klare Verhältnisse in Deutschland herrschen und die seien wichtig, um bei den Brexit-Verhandlungen voranzukommen. Da setzt man auf Angela Merkel, auf ihren Pragmatismus, wie man hier sagt, dass es bald zu einer Einigung zwischen der EU und Großbritannien kommen wird. Etwas skeptischer sind vor allen Dingen die Euroskeptiker, was einen möglichen Außenminister Schulz angeht. Den sehen doch viele hier als wirklich durch und durch Europäer, der sich vor allem für die Interessen der EU einsetzt und womöglich eine härtere Gangart gegenüber Großbritannien fährt. Russlands Staatsmedien melden den Durchbruch bei den Berliner Koalitionsverhandlungen an prominenter Stelle. Mit Bewertungen hält man sich allerdings noch zurück. Vielleicht auch deshalb, weil die Einigung noch unter dem Vorbehalt der SPD-Mitgliederbefragung steht. Hinter den Kremlmauern dürfte allerdings eine gewisse Erleichterung darüber herrschen, dass die Hängepartie endlich vorbei ist. Angesichts der weltpolitischen Gesamtlage braucht Moskau eine handlungsfähige Regierung in Berlin und nicht nur eine Geschäftsführende, die keine langfristigen Absprachen treffen kann. Erleichterung auch, dass die SPD weiterhin das Außenministerium besetzen wird, auch wenn jetzt noch nicht klar ist, ob der alte Hausherr auch der neue sein wird oder ob er nicht vielleicht doch Martin Schulz heißen wird. Der hatte als EU-Präsident eine sehr restriktive Politik und eine kompromisslose Haltung gegen Moskau betrieben. Insgesamt setzt Moskau auf eine Kontinuität in den Beziehungen und die scheint eine Neuauflage der Großen Koalition aus hiesiger Sicht eher zu gewährleisten als jede andere politische Konstellation. Ja, und von